Oder werden wir wahrscheinlich durch das Südtor mal die Promenade verlassen oder unseren Weg in die Slums suchen. Hier haben wir halt alles, hat halt Irenikus alles kaputt gemacht und ich weiß halt nicht, ob hier oben irgendwo was Interessantes ist. So. Ja. Denk nicht mal dran, etwas zu stehlen, ja. Keine große Herausforderung. Ehre für Am. Ihr seht besonders einsatzfreudig aus, ja. Edelmann? Brelm, was bist du für eine? Wir brauchen ein schluckstarkes Röhrenbier. Es gibt eine große schwarze Kugel, von der man sagt, sie sei in den Slums aus dem Nichts erschienen. Seid ihr überhaupt hier dort gewesen und habt es gesehen? Ja, letzte Woche. Großes Ding, wirklich größer als das Leben und doppelt so erbarmungslos. Ihr wart doch die ganze letzte Woche betrunken. Nun, ich bin trotzdem hineingegangen und hab's gesehen. Verdammt, ich bin doch nicht blind. Nach den neuen Gläsern turmischen Whisky, die ihr vorgestern getrunken habt, habt ihr ganz was anderes gesagt. Nun, ich bin allergisch gegen den turmischen Whisky. Davon abgesehen hat es mit der Sphäre da drüben nichts zu tun. Okay. Wir brauchen einen Schluck starkes Röhrenbier. Ah, aber ich vermisse meine Tage alle als Abenteurer. Von welchen Zeiten als Abenteurer sprecht ihr da? Meine Tage als Abenteurer. Als ich ein Abenteurer war, verdammt. Muss ich es euch etwa buchstabieren? Und ich dachte, ihr wärt ein Schuster. Naja, jetzt schuster ich ein bisschen, aber davor war ich ein Abenteurer. Oh, und wo seid ihr gewesen, oh mächtiger und verfahrener Abenteurer? Ich, tja, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich war eine Weile in Scornoble ziemlich bekannt. Dann habt ihr wohl Fürst Francis getroffen. Oder den Sechsfinger? Sie haben beide dort gelebt, als ich neulich in Scornoble war. Und ich? Nein, Grummel, manchmal kann ich euch wirklich überhaupt nicht ausstehen, dann gibt halt. Ich kenne Ribald hier seit diesem kleinen Abenteuer drüben im Schattental. Stimmt doch, Ribald, oder? Wir haben uns nie im Schattental getroffen, Brelm. Ihr habt euch hier vor 4 Monaten besoffen und hängt seitdem hier herum. Ach, hört nicht auf wieder. Was weiß er denn schon? Ich warne euch, Ribald. Ihr haltet diesen Lindwurm von mir fern. Lucy würde keiner Seele etwas zuleide tun, Brelm. Er hat mich gerade wieder daran erinnert. Ich kann nicht ausstehen, wie er aussieht und ich kann nicht ausstehen, wie er riecht. Fertig, aus. Ja, okay, jetzt sagt er nichts Neues mehr. Wer bist du? Vielleicht sind eure Augen besser als meine. Seht ihr irgendwo Salamanderstaub? Wofür braucht ihr denn Salamanderstaub? Ihr seid kein verhüllter Magier, nicht wahr? Er ist für die Suppe. Ja, genau. Salamandersuppe für meine Kinder und sowas. Grummel. Seht ihr welchen oder nicht? Nein, hier sehe ich keinen. Verflixt und zugelegt. Ich war sicher, dass ich letztes Mal hier welchen gesehen habe. Hat irgendjemand genießt, als ich ihn gesehen habe? Grummel. Hey, weg mit euch nichts. Nur könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade versuche, mich zu einem Kauf äußerster Wichtigkeit durchzuringen. Ja, warum fragst du nicht einfach den Händler nach Salamanderstaub? Also ja, und das hier wird der Lindwurm Lucy sein. Und hier ist eine Fürstin. Ist denn wichtig? Hallo auch. Ich habe euch beobachtet, als ihr hereingekommen seid. Ich vermute, ihr habt Bedarf an meinen Waren. Was verkauft ihr denn? Da habe ich mich verklickt. Was verkauft ihr denn? Magische Schriftrollen sind natürlich illegal. Deshalb muss ich auch so viel dafür nehmen. Fürchtet ihr euch nicht vor den verhüllten Magiern? Diese aufgeblasenen Narren, sie sind genauso korrupt wie alle anderen in dieser Stadt, wenn ihr wisst, mit wem ihr reden müsst. Und seid ihr interessiert oder nicht? Vielleicht könnt ihr mir sagen, mit wem vor den verhüllten Magiern ich sprechen muss. Das würde mich interessieren. Tja, das kann ich mir vorstellen. Einer der Zauberer mit Namen Cornel schaltet darüber, wer hier eine Genehmigung zur Benutzung von Magie erhält. Nehmt viel Geld mit, wenn ihr ihn aufsucht. Ihr könnt ihn wahrscheinlich im Regierungsgebäude im Regierungsbezirk finden. Und möchtet ihr jetzt sehen, was ich anzubieten habe oder nicht? Na, dann zeigt mal, hier. Gut, nehmt euch Zeit. Magie ist etwas, womit man nicht hetzen sollte. Ein paar Schutzformeln, die sind ja nicht illegal. Ziemlich viele andere Zauberformeln. Ja, da könnte ich mich mal bei Gelegenheit durchwühlen. Den Schriftrollenbehälter habe ich bereits. Gut.
Lucy, was hast du zu sagen? Etwas hochnäsig dreht Lucy sich weg, wenn ihr euch nähert. Der Lindturm ignoriert euch. Jeder tretet zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Ignorierst du auch Minsk? Ja. Ich warte aber gerne. Was ist mit Yahira? Ja. Ich warte. Wer seid ihr? Willkommen, Abenteurer. Ich bin Dedre. Ich bin ein Mitglied von Auroras magischem Warenhaus und habe dadurch Zugang zur beachtlichen Sammlung magischer Schätze. Wollt ihr einen Blick auf meine Waren werfen? Ja. Wow, die hat wirklich hübsches Zeug. Harmonium-Hellebarde, ein Helm, Baldurans Prunkharnisch. Das ist echt... Plus 4 Trefferpunkte und plus 1 auf Charisma. Rüstungsklasse minus 1. Das ist echt der stärkste Harnisch überhaupt. 50 Gewicht. Ring der Gnadentöter. Der Träger hält 50% auf Fallenstellen, leise Bewegung und im Schatten verstecken. Kann nur von Diemen verwendet werden. Ist auch nicht schlecht. Weckerns Robe. Minus 4 auf Initiative, Rüstungsklasse 5, ist auch nicht schlecht. Baldurans Schwert. Ist ein langes Schwert, einhändig. Oh, das ist auch so ein schönes, eine schöne Waffe. Und natürlich Baldurans Schild. Minus 1 Stärke, oh, das ist blöd. Kann nicht verwendet werden von bla bla bla. RK-Bonus minus 4. Das ist aber wiederum wieder ziemlich stark. Aber Stärke minus 1 ist halt blöd. Ja, sie hat schon schöne Sachen hier. Katana mit besonderen Eigenschaften. Amulett des Sinnestaten. Plus 5 Trefferpunkte, plus 5 auf Charisma. Und auf dem Träger liegt Schutz vor dem Bösen. Kann nur von Klerikern verwendet werden. Das wäre also was für Talisa. Gut. Ja, wenn ihr es wollt. Fragt nur, natürlich. Jetzt reden wir noch mit Ribald Tauschmann. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Ja. Vielen Dank. Vielleicht später. Diese Lade ist so verdammt groß und es fällt schwer, sich schnell zu entscheiden. In der Tat, wir haben zahlreiche Kataloge und eine kleine Armee von Schreibern, die sich um die ständig wachsende Nachfrage kümmern. Dieses Geschäft steht schon seit 33 Jahren an dieser Stelle und der alte Ribald kennt die Hälfte seiner Kunden beim Vornamen. Ich bin hier, um alle Wünsche zu erfüllen. Man kann in ganz Verrühen am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, aber natürlich, wo drückt euch denn der Schuh? Eine Freundin von mir wurde von den verhüllten Magiern gefangen genommen. Habt ihr eine Ahnung, wo sie sein könnte? Ah, wie dumm. Ein Freund von mir aus Riatavin kam vor einem Jahr hierher. Ein Magier namens Terse. Sein Mauti hat gelahmt und er hat eine schwebende Scheibe beschworen, um seine Vorräte zu tragen. Sie haben ihn natürlich gefangen genommen. Teres hätte es besser wissen sollen. Ich bin mir sicher, dass er dachte, die Scheibe würde ja ohnehin keinen Schaden anrichten, aber diese Magier sind bei ihren Lizenzen verdammt streng. Ich habe versucht, nach ihm zu suchen, aber die verhüllten Magier sind nicht leicht zu finden. Niemand weiß, wo genau sie sich in der Kattel aufhalten und sie verraten niemals, wo sich ihr Magiergefängnis befindet. Es ist ein übler Scherz, dass ihnen der Rat so viel Macht zugesteht. Nur Mystra allein weiß wohl, was sie mit ihren Gefangenen anstellen. Ich wünschte, ich könnte euch besser helfen, aber auch ich habe nie wieder etwas von Teres gehört. Ihr habt eine Lizenz erwähnt? Ja, sicher, das Verbot, Magie zu verwenden, betrifft nur die unwürdige Allgemeinheit. Und in allem gibt es nur einen Maßstab zu entscheiden, wer würdig ist und wer nicht. Geld. Wenn ihr genug Gold habt, sind die Feldmagier dazu bereit, euch die Möglichkeit einzuräumen, Magie zu verwenden.
Warum noch nicht? Sie werden reich und wenn ihr mit eurer Magie ein Problem verursacht, werdet ihr trotzdem verhaftet. Es ist allerdings kein schlechtes Geschäft. Wenn ihr sie bezahlt habt, ignorieren sie euch so ziemlich. Falls ihr interessiert seid, sprecht euch mal mit dem Magier Cornel im Verwaltungsgebäude im Regierungsviertel. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Was könnt ihr mir über die Schattendiebe sagen? Das ist nicht ein Thema, mit dem ich mich regelmäßig beschäftige. Ich weiß nur, dass sie das Hafenviertel beherrschen. Ihr sprecht am besten mit Renal Blutskalb. Man sagt, dass sie im Moment in einer Auseinandersetzung verstrickt sind, aber wer weiß das schon genau. Ich verstehe, ich muss gehen. In Ordnung, der Laden ist sicher noch hier, wenn ihr zurückkommt, Hehe. Was können ja. Wir für euch tun? Zeig mal, was du hast. Hausierer, Handwerker oder Höllenleich, das kümmert mich nicht die Bohne. Das Einzige, was zählt, ist das Geschäft. Und Ribald ist dafür da, eins mit euch zu machen. Ribald, dann hier haben wir Zeug für dich. Also er verkauft es auch nicht wirklich. Er kauft es uns auch nicht wirklich besser ab. Also machen wir mal das Beste draus. Und verkaufen einfach alles an Edelsteinen und so, was wir haben, weil die sind wirklich nur zum Verkaufen geeignet. So. Dann gehen wir nochmal kurz durch, was du Schönes hast. Hier wäre zum Beispiel ein Pflege plus 1. Und ein Streitkolben plus 1. Ist beides gleich gut, aber beides unterschiedlich teuer. Ja. Pflegel plus 2 ist sogar noch stärker. Dumm, dumm, dumm. Ich hätte wirklich statt Kriegshammer Pflegel und Streitkolben nehmen sollen. Wobei ich hier halt diesen Kriegshammer habe. Nämlich Borkus Faust. Oh, bei dem ist sogar hier das Bild falsch. Der macht nämlich 1W4 plus 3 und nochmal plus 1 Elektrizität. Der normale Kriegshammer hier macht nur 1W4 plus 3. Schleudern. Schleuder plus 2. Speere bis plus 2 hoch. Kampfstab. Der zählt, glaube ich, eher als Streitkolben. Nee, der ist Stab. Nee, der Stabstreitkolben zählt als Streitkolben. Rindstab, Mann, ist der teuer. Plus 4 sogar. Bastardschwert, Langschwert, Krummschwert. Dann nochmal die ganzen Ausführungen mit plus 1 und plus 2. Zweihändiges Schwert hat Minz gerade ein besseres. Ein Haufen böse Armbrüste. Da, der Kurzbogen plus 1. Das wäre eigentlich die einzige Waffe, die für Yoshimo in Frage kommt. Pfeile, Bolzen, Rüstung. Haben wir hier zum Beispiel einen Schienenpanzer, Rüstungsklasse 3, Gewicht 10. Ist nicht schlecht. Oder Rüstung. Der ist sinnlos. Muss ich ehrlich zugeben. Rüstung aus tiefster Nacht. Das ist wahrscheinlich eine Diebesrüstung. Egers Haut. Feuer und so. Wieso Resistenz? Ja, da muss man sich wirklich mal in Ruhe umgucken. Und auch immer dann, wenn man Geld hat. Festungsschild plus 3. Das ist auch. Minus 7 auf Rüstungsklasse gegen Fernkampfwaffen. Minus 4 auf Rüstungsklasse. Das ist das ultimative Schild, würde ich sagen. Reflektierender Schild, Schutzring, Energiering. Ja. Damit kann man magische Geschosse. Abwehrarmreifen, das braucht Airy irgendwann. Schutzamulett, Tränke. Zepter der Auferstehung, Ring der Luftbeherrschung. Noch mehr Abwehr.
Gürtel der Hügelriesenstärke. Träger hat 19 Stärke, ist also sehr stark. Ja. Gut. Das heißt, wir sind alles bis auf die Schleudern jetzt alles losgeworden. Dann verlassen wir jetzt den Laden. So. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich stelle in den Einstellungen mal den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Das habe ich nämlich auch vergessen. So. Spiel speichern. LP 004. Dann hoffe ich jetzt mal, dass mit der Open Broadcast Software die Aufnahmen jetzt besser werden. Und ich mache jetzt hier erst einmal einen Cut. Also, ich hoffe, ihr schaut jetzt häufiger zu, jetzt wo das Flackern aufgehört hat. Also, bis dann.